Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Basel-Landschaft. Mein Name ist Daniel Wibmer. Ich bin der OK-Präsident vom 3. Internationalen Dreiorgelfestival. Das Spektrum der Musik ist sehr gross. Das beginnt vom Kirchenchoral über klassische Musik, Jazz bis zum moderne Stück wie Atemlos oder Mein Herz, das brennt. Dreiorgeln kennt man seit 1760 circa. Gebaut worden sind sie eigentlich in ganz Europa. Die ersten Instrumente haben Walzen gehabt, dann die Weiterentwicklung sind das Lochband bis heute zum Mikrochip. Auf den meisten Dreiorgeln sieht man Affen. Das kommt daher, dass früher die Orgelspieler lebendige Affen hatten. Heute hat man den Stoffaffe und einen Kollektenbeutel, wo die Leute den Batzen reintun können. Dank Swisslos können wir das tolle Festival organisieren. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.